Der Usame war ein lustiger Mensch, der hat Schoten gebracht, der wir uns Tag und Nacht kaputt gelacht. Für seine jungen Jahre war er sehr frühreif, ja. Und er hat immer einen auf großen Bruder getan, wo er dann einen kleinen Bruder bekommen hat. Und es war wirklich einer da, wo wir auf die Zukunft gehofft haben und gesagt haben, wir werden noch coole Tage haben miteinander. Da, wo er zum ersten Mal im Krankenhaus lag, wo ich das erfahren habe, dann ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe einfach nur noch einen Tinnitus im Ohr gehabt und habe geweint wie ein Baby. Wo er mich umarmt hat, hat er gesagt, dass ich sein bester Onkel bin. Das hat mir bis heute. Das war halt so ein, wie als ob man jemanden den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist ein gesunder Menschenverstand. Dann denkt man, okay, wer vor sowas keinen Respekt mehr hat, was ist der nächste Step? Wie empfinden das jetzt andere? Jetzt nicht die Türken oder nicht die Ausländer, sondern deutsche Freunde, deutsche Bekannte oder Leute, die ich nicht kenne. Parallel herrscht ja gerade diese politische Debatte zwischen Türkei und Deutschland. Ich denke mal, auch diese Tat beruht sich auf diese aktuelle Stimmung, die herrscht. Und gerade parallel dazu ist das ja passiert, auch unmittelbar nach der Köln-Demo. Und ich habe das natürlich für mich auf jeden Fall in der rechten Szene zugeordnet. Und die Anteilnahme hat mir dann ein bisschen wiederum Rückenhalt gegeben und hat mich dann wiederum wieder gestärkt. Und das hat dann gut getan, weil ich gesehen habe, okay, Osman, das war doch eine Ausnahme. Es gibt genug Menschen in Deutschland, die wirklich ein Herz haben. Und wir sind hier zu Hause.